Neuer Morgen. Neun Folgen. Herzlich willkommen zu Manuel am Morgen. Schon wieder Morgen? Anscheinend wohl. Ja, ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Neuer Morgen. Neues Glück. Neuer Tag. Ja. Ihr fragt euch sicherlich, warum ich die Serie Manuel am Morgen gemacht habe. Ja, jetzt möchte ich mal was erklären. Ich habe mir gedacht damals, oder wo ich diese Serie angefangen bin, ich hatte ja die Serie Manuel am Abend gemacht und irgendwann habe ich mir gedacht, ist ja ganz toll. Aber da habe ich mir gedacht, wie kann man den Zuschauern noch ein bisschen mehr bieten? Und da habe ich mir gedacht, Manuel am Morgen wäre nicht schlecht. Hab dazu ein Intro gemacht, hab dazu was entwickelt und, ja. Und daraus ist halt Manuel am Morgen entstanden. Morgens 7 Uhr. Immer wieder was Tolles bringen. Ja, und so ist halt Manuel am Morgen entstanden. Ja. Und bis heute eine Serie, die gar nicht nur schlecht ist, die man eigentlich kurz hält, aber manchmal auch nicht. Man hat auch ein bisschen morgens was. Ja, so ist halt Manuel am Morgen entstanden. Oh ja. Oh ja. Ja, so ist Manuel am Morgen entstanden. Aber kommt halt nicht so oft. Warum? In letzter Zeit kommt es ja wieder viel, häufig, oft, fast täglich. Und ja, ist auf einer Seite eine tolle Sache, keine Frage. Ja, wie lange ich die Serie noch machen werde, kann ich nicht genau sagen. Das entscheidet sich, so wie ich halt dazu Lust habe. Und wenn ich mal eine längere Zeit Manuel am Morgen nicht mache oder irgendeine andere Serie, dann liegt es daran, da ich keine Lust darauf habe, diese Serie zu machen oder gerade, ja, mich für die Online-Welt zu präsentieren. Das ist halt so, weil ich mache das, worauf ich Lust habe und es gibt Tage, auch wenn ich DVDs gucke oder irgendeine Serie gucke. Ich gucke ja auch schon mal das A-Team. Letztlich habe ich die ganze Zeit eine Geiber aus den 80ern geguckt. DVD für DVD durch. Und so weiter. Und dann habe ich mal länger Zeit eine Pause gemacht. Dann habe ich die DVDs weiter geguckt. Also die Staffeln auf DVD und da ich ja alle Staffeln davon habe, genauso wie ich auch alle Staffeln von A-Team habe und alle Staffeln von Hinter geht in der Frauenknast, ja, manchmal gibt es dann Tage, dann gucke ich halt eine Serie, da gucke ich dann in eins durch, sobald ich wieder von der Arbeit komme, setze ich mich
hin und gucke mir die Serie an, weil ich sie mag und weil ich Lust drauf habe. Und dann hält mich auch nichts davon ab. Aber es gibt auch Tage, da macht man dies und jenes und man freut sich drauf. Und dann gibt es wiederum auch Tage, da gibt es Sachen, gerade in der heutigen Zeit, da schüttelt man nur den Kopf. Warum? Ja, wisst ihr, ich habe letztlich, war ich in der Stadt gewesen, habe was erledigen wollen oder etwas erledigt. Was ich jetzt erledigt habe, spielt im Prinzip keine Rolle. Ich war irgendwo gewesen, hab nach was gefragt. Haben Sie das? Können Sie das besorgen? Früher hattet ihr das doch? Ja, früher. Ein altwürdiges Geschäft. Jahrelang hat man was im Programm gehabt und immer gehabt. Konnte man da immer kaufen und plötzlich heißt es, dass ein Geschäft, wo man was Bestimmtes kriegt, man kriegt es auch heute noch. Keine Frage. Die Firma, die das herstellt, gibt es noch. Das Geschäft, wo man das früher kaufen konnte, gibt es immer noch. Man kann auch sowas noch da kaufen, aber nicht mehr von dieser einen Firma. Obwohl es von dieser Firma noch produziert wird und auch gerade erst neu rausgekommen ist. Im letzten Jahr so. So ein Klassiker wieder auferlebt. Kann man aber noch nicht kaufen. Können wir auch nicht kriegen. Wo man das auf Online-Shops auch bestellen kann. Aber ich wollte es nicht von Online-Shop, sondern wirklich, ja, ins Geschäft gehen, da wo man sowas kaufen kann. Unterholen. Aber nein. Wenn man aber so sieht, finde ich das auf einer Seite gut, es ist in Ordnung. Wenn man sowas nicht anbieten möchte. Aber in der heutigen Zeit, wo jeder Kunde wichtig ist, und gerade in dieser Zeit, wo viele Sachen teurer werden, wo durch Corona einige langjährige Geschäfte untergehen, dann muss das nicht sein, dass man bestimmte Sachen einfach nicht bekommt. Ein Geschäft, wo man es jahrelang kriegen konnte. Ja. Und hätte ich das da bekommen, hätten sie einen Kunden mehr gehabt. Habe ich aber nicht bekommen, was ich da bekommen wollte, spielt keine Rolle, aber das Prinzip spielt jetzt eine Rolle. Und so haben sie einen Kunden weniger und ob ich da nochmal hingehen werde, werde ich bezweifeln. So habe ich schon einen Kunden weniger, also so haben diejenigen einen Kunden weniger und in Zukunft werde ich da auch nicht mehr hingehen. Zu 90%. Das heißt, mich haben sie als Kunden im Prinzip verloren. Leider, muss man sagen. Aber wenn man noch nicht mal versucht, dieses Produkt irgendwie von dem Hersteller zu bekommen, man hat so ein Geschäft, wo man sowas kaufen kann. Man kann da solche Dinge kaufen, aber nur dieses eine gewisse Produkt von dieser bestimmten Firma kann man da nicht kaufen, obwohl es im Prinzip dasselbe Produkt ist. So etwas Schwachsinniges habe ich mein ganzes Leben noch nicht erlebt. Aber ist auch egal. Ist nicht wichtig. Dann gucke ich, wo ich das Produkt woanders kriegen kann. Und dann hat sich das. Und dann ist es auch egal. Aber trotzdem finde ich sowas totaler Schwachsinn. Und so haben sie mich schon mal als Kunden verloren. Für jetzt.
Ja. In aller Ewigkeit. Und ich, ja, muss gleich aufstehen. Warum? Weil ich gleich zum Sport gehe. Ja. Und es ist ein Samstagmorgen. Dazu muss ich sagen, es ist eine Aufzeichnung von Manuela Morgen. Das heißt, der Tag, der heute ist, von dieser aufgezeichneten Folge, stimmt nicht überein von dem, was eigentlich an dem Tag ist. Ja, weil ich habe eine gewisse Anzahl an Folgen gemacht. Ja. Die noch schon im Hintergrund liegen, die auch schon hochgeladen sind, die aber erst dann online gehen, zu dem Datum, wo ich sie veröffentlichen möchte. Und damit das alles mit dieser Zahl passt, ja, wird diese Folge erst dann online gehen, wenn diese andere Folge vorbei ist. Ja. Und deswegen werde ich mich jetzt hier bei mal am Abend. Von euch verabschieden. Ja, ich muss mich jetzt aufstehen. Mich fertig machen. Und mich waschen, Zähne putzen. Mich passend kleiden. Mein Sportkram anziehen. Alles fertig machen. Es braucht seine Zeit. Deswegen danke ich trotzdem fürs Zuschauen. Wir sehen uns wieder hier zu Manuel morgen. Macht's gut und ciao, ciao.